Willkommen zurück zu Yada Cocoon 2. Wir sind gerade im dritten Erdwald unterwegs und suchen noch nach Keyspores in diesem Abschnitt. Mal schauen, was sich hier drin befindet. Ein spannendes... Ach, Vollheilungsding. Ah ja, okay. Da kann man noch mitleben. Da hätten wir keine Items verbrauchen müssen, um unsere MP zu regenerieren. Hätten wir das gewusst? Hätten wir das gewusst. Aber man weiß ja nie. Dann muss ja aber immer noch irgendwo die Ogavine sein, die uns die Keyspores gibt, um zum nächsten Gebiet weiterzukommen. Schauen wir hier. Oh, Karma. Here goes. Wieder ein zwei Worte sprechender Karma. Mensch, hochrangig. Hochrangig. Wann ist er denn? Er ist Navi. Ach, das Viech. Ja, gut. Gegen die haben wir jetzt schon oft genug gekämpft. Hauen wir mal eben um. Agnes. Schwusch. Der wird wieder irgendwelche stat-erhöhenden Moves haben. One-Shot. One-Shot. Ramakia. Ja, oh, wow. So was Tolles wieder. Ja, bin ich ja richtig glücklich. Defense-Parameter gestiegen. Hauen wir mal eben die Wasserseite raus. Für MP hier drüben. Und einen wunderbaren Valia-Angriff. Der nicht viel Schaden macht. 17. Attack. Aua. Defense-Parameter sind gestiegen. Gut, dann bringen wir es zu Ende mit der Erdseite. Barides. Erfahrungspunkte für alle. Wenn er nicht durch unser Doppel-Ulvis stirbt, weiß ich doch nicht. Ulvis. Schwonk. Stimmt nicht. Man weiß es wirklich nicht. Bomb. 12. Wow, Attack. Doch sowas Mächtiges. Ich bin beeindruckt. Machen wir Dark Attack, das müsste eigentlich reichen, oder? Oh! Unsere Qualle entwickelt sich. Jetzt schon zur dritten Stufe. Na, das kommt davon, weil wir ihn direkt in sich selbst reingemischt haben. Weil wir ihm seine C-Rangform sofort eingemixt haben. Haben wir jetzt schon eine Stufe 3 Form da gekriegt. Oh, ist doch nett. Experience! Level up! Und Navi-Kokon aufgehoben. Dann schauen wir uns doch mal ganz kurz seine Stats an. Wie Stern nun momentan aussieht. Ja, er ist genau auf der Grenze, direkt zu der Evolution hin. Und er hat 62 Wisdom, was eine Menge ist. Das muss man ihm lassen. Aber er hat 83 Wisdom, aber er lebt ja schon deutlich länger. Ja, ne? 31 Speed hat aber nur. Lahme Qualle. Ja gut, also, weiter geht's. Weiter. Wir haben immer noch nicht die Keyspores. Nur mal so angemerkt. So langsam aber sicher sollten sie aber mal irgendwo sein. Wie hier. What do you want? Care to fight? Gerne. Ja, auf in die Schlacht. Ich mach dich platt, Mann. Of course. Will you fight me? Fine. Here goes! Ah, Medaille bitte. Gaara-Medaillen sind immer gut. Okay. Go! Don't pull any punches! Come attack me from anywhere! Wie du meinst. Dann volle Breitseite! Feuerseite, euer Job. Oh, das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Bam! Das Loch reingeschlagen. Perfekt. Oh, der hat Spirit Blast. Oh, ist ja nett, dass er Spirit Blast kann, aber das bringt ihm nicht viel. Haha. Okay. Der hat da noch eine volle Wasserseite stehen. Das ist jetzt nicht so gefährlich. Ne, ist eine volle Feuerseite, schon gut. Ich dachte, das wäre die Wasserseite. Dann greifen wir mal mit voller Breitseite an und gucken, was passiert. Yes! Und noch ein Loch reingeschlagen. Der gar keine Chance, der Kollege. Stroke Chance. Und Stroke Chance. Ach, doppelt drin natürlich. Wie sich das gehört, ne? Dann gehen wir mal eben auf unsere Erdseite für Barides. Barrierekrabbe. Pump. Und ich vermute mal ein doppeltes Ulvis auf den Schild. Klink. Wunderbar. Und nochmal Ulvis. Klink. Sehr gut, sehr gut. This is nothing. Wenn du das sagst. Stroke Chance wird, ja, den Schild sofort vernichten. Und Stroke Chance, haha, daneben. Daneben, daneben. Wir holen mal unsere Wasserseite für eine Runde raus. Damit die eine Runde heilen können.
nochmal eine Runde auf dem Schild angreifen. Dann können wir mit unserem Kahu-Schild noch nicht zu Angriffe tanken. Schauen wir mal, was passiert. Klinke die Klonk. Mal Stacheln rein. No need to pull punches. I shall fight to the end. Wie du meinst. Schauen wir mal, was passiert. Boah, das interessiert mich nicht. Das interessiert mich auch nicht. Dark Kahu? Yep, Dark Kahu. Wenn er auf den Schild geht, dann gewinnt Dark Kahu den Kampf für uns. Ist das nicht Cheating, in einem Beast Hunter Kampf sich zu transformieren? Ja, er geht auf den Schild. Dark Kahu hat den Kampf gewonnen. Hey Kahu, are you really trying? I have lost. I doff my helmet. Irgendwie habe ich so das Gefühl, dieser Kommentar von Navi war nicht ganz durchdacht und nicht in der richtigen Position. Naja, was soll's. Excellent. Excellent. In commemoration of your win, I shall give you this. Eine Gara-Medaille. Ist das unsere zweite oder unsere erste? Nein, ist leider die erste. Schade. Collect them and something good might happen. Schade, schade. I'm looking forward to taking you on again. Ich hätte sehr gerne eine zweite Gara-Medaille. Ich glaube nämlich, dann kriegen wir eine blaue Krabbe. Das wäre cool. Kiesboss! Wunderbar. Ja. Ne? Huch. Stimmt ja, hier stand ein Monster direkt vor der Tür. Drei von den Viechern. Mal wieder. Na, dann überrennen wir die wieder. Agnes. Schwump. Auf sie mit Gebrüll. Bandshots. Bandshots! Ach, Magia. Nicht sehr effektiv. Macht sowieso nichts. Dann gehen wir eine Runde auf die Wasserformation rüber. Medinus. Einmal heilen. Und Valia. Schwump. Hier nochmal ein bisschen Schaden. 22, sehr gut. Boah, süß. Transformation in Dark Kahu. Meine Güte, das passiert jetzt aber oft. Tja, Dark Kahu, machen wir mal Platz. Eine linke, eine rechte und ein Kick. Und Transformation zurück. Wunderbar. So, dann zur Erdseite. Und das wird wahrscheinlich noch nicht mal genug sein. Gucken wir mal. Paridus. Die Viecher sind leider nicht sehr anfällig gegen unsere Magieangriffe. Nervige Viecher. Ah ja, doch, das müsste aber schaffbar sein. Ulvis, vernicht ihn! Sehr gut. Problem gelöst. Schump und dubidi bump bump. Und Erfahrungspunkte, level up, level up. Bald können wir den Quallenmann da vorne wieder mergen. Unser Stern, du. Ach, noch ein Team von denen. Davon gibt es hier definitiv zu viele. Das dauert viel zu lange, hier durchzukommen, weil die uns überall im Weg stehen. Also nochmal drauf. Agnes. Haut sie wieder um. Burn Shots. Burn Shots. Ah, scheint tot. Ich sehe ein doppeltes Ramakia rauskommen. Nicht, dass es irgendwie gefährlich wäre oder so, wie üblich. Dann gehen wir mal auf unsere Erdzauberer, würde ich sagen. Erdzauberer. Euer Auftritt mit Paridus. Plump. Jupp. Und dann Ulvis drauf. Zack, haben wir das Viech tot. Und das andere Viech ist noch viel zu voll geheilt. Mal wieder. Okay. Barriere steht. Barriere wird auch nicht so leicht fallen. Also haben wir mehr als genug Zeit, um eine Runde an die Wasserseite zu geben. Medinus! Vollheilung ist nichts. Swutsch. Na doch. Unser lieber Dr. Eggman vorne hatte ein bisschen Schaden. Und war alles. So, den Rest kann die Feuerseite regeln. Zack. Die Barriere steht. Wenn auch nur deren. Die Barriere steht. Agnes. Pump. Wunderbar. Und Backshot. Sehr gut, sehr, sehr gut. So, Probleme gelöst. Experience earned. Leider keine Level. Was haben wir hier noch? Oh, ein Ei. Ei, ei, ei. Ne, Moment, das ist kein Ei. Das ist unser Questgegner. Ich sehe kein Ei dahinter stehen, das ist doch nur ein einziger im Kampf. Das ist definitiv unser Questgegner. Na dann, Paridus. Schwump. Und Ulvis.
sowieso ein Safe-Up-Viech. Kann sich sowieso nicht wehren, das Ding. Ulvis. Schwupp. Ziemlich anfällig gegen Magie, die Dinger. Was macht er? Attack. Oh, süß. Benutzt er nicht mal Safe-Up. Dann kriegt er eine Dark-Attack ab. Ist er blind. Schwupp. So, jetzt kann er gar nichts mehr. Safe-Up. Süß, wir haben immer noch eine Barriere vor uns stehen, die uns beschützt. Team. Oh, num. Agnes. Schwusch. 49 und One Shot. Haha. Na, das war jetzt nicht so schwer. Experience earned. Level up für Caster. Mhm. Da haben wir Leafhide. Wunderbar. Sobald wir Groundwork durch haben, können wir den Quest abgeben gehen. Aber ich werde dafür jetzt nicht zurück teleportieren. Jetzt gucken wir erstmal, dass wir durch Groundwork ein bisschen weiter durchkommen. So eine Arbeit hier reinzustecken, um hier durchzukommen. Oh, ein Slimy-Gegner. Jetzt haben sie alle denselben Spruch, ist ja langweilig. Die sollen wieder Ecki Ecki sagen oder sowas. Mal gucken, was wir dieses Mal hier kriegen. Wally. Aha. Das ist ein toller Name. Wally. Ja, gut. Dann Feuerbreitseite wird ihn wahrscheinlich sofort umbringen, oder? Könnte überleben. Ja, das überlebt er. One Shots. Nope. Critical. Ja, ich vermute mal, wir haben gerade Jarga oder so weit gekriegt. Meins. Yay. Level up. Merging ist jetzt möglich. Wunderbar. Wally Kokon aufgehoben. Und mitgenommen. Erfolgreich. Was hätten wir hier Feines? Ein Buch mit einem Schild. Hui. Das ist aber tolles. Ach Moment, wir sind hier ja im Erdwald. Das kann ja nicht Jager sein. Wird wahrscheinlich eher dieser Speedbuff oder sowas gewesen sein dann. Erstmal eine Feuerbreitseite drauf. Erstmal einen umbringen. Ulvis. Quatsch. Agnes. Schwump. Burnshot. Ach. Keiner tot. Toll. Gute Arbeit, Team. Nicht. Erdseite. Oh, Barrierekrabbe entwickelt sich. Zu größerer Barrierekrabbe. Neues. Marines. Schwump. Haha. Und Ulvis drauf. Sehr gut. Und Ulvis drauf. Das sollte es gewesen sein. Probleme gelöst. Erfahrung erhalten. 2300, aber Erfahrung erhalten. Stats. Okay, weiter geht's. Immer lustig, immer weiter, geradeaus. In den dritten Abschnitt dieses Waldes. So, ein langer Wald hier. Unglaublich. So, Groundwork 3. Bom, 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 bom. Zeit weiter zu erkunden. Ein paar Kaumas wären gut. Ach, außerdem so ein Viech wieder. Einfach mal eben aus dem Weg, wo wir gerade Initiative haben. Mach mal eben Dark Attack drauf, damit Stern der Erfahrungspunkte zusätzlich kriegt. Zack, Dark Attack! Okay, und dann macht die Feuerseite das. Agnes! Und Totenvernichtung. One Shot! Tot! Bum, bum, badi, dum, plump! Experience earned. Wunderbar. Soweit, so gut. Dann kann es weitergehen gegen den nächsten Gegner, der hier einfach so rumsteht. Ach, Bäume. Ja, gut. Das sind nur die Ulvi-Caster-Bäume. Die können doch eh nix. Bringen wir die mal schnell um. One Shot. Einer weniger. Ulvi-Luna. Na, immerhin haben sie den B-Rang-Zauber. Kann man sich nicht zu sehr drüber lustig machen, schätze ich. Gehen wir mal auf unsere Wasserseite und heilen wieder hoch. Und hauen außerdem Balis raus. Oder Valia. Valia! 42. Oh, gar nicht so ineffektiv. Attack, wie süß. Dakau. Yep, schon wieder. Dakau. Meine Güte. Übertreib's doch bitte. Noch ein bisschen mehr. What's that? You call that an attack? Ich denke, der Baum dachte, er würde sich wehren. 42 Schaden nur? Mensch, Starker, was machst du denn? Ist ja gar nichts. Loser.
Feuerseite. Bringt's mal zu Ende. Agnes. Und Burnshot. Zack, tot. Wunderbar. Dum, dum, dum. Boah, ne? Experience earned. Wie sieht das gehört? Was haben wir in dieser Orgavine? Einen Karma. Idiot. Ey. Das war nicht sehr nett. Auf jeden Fall haben sie mal ein anderes Wort gesagt. Hat auch was Schönes. Komm schon, sein Baum. Sein Baum. Yes. Mayen ist sein Baum. Perfekt. Dann holen wir erstmal unsere Barriere raus. Barides. Da haben wir doch unser perfektes Mischziel. Für unser Sternu. Fürs nächste Leben. Und Ulvis. Schwump. Wunderbar. Er macht Ulviluna. Durch die Barriere kälen. Oh, wie zu erwarten war. Machen wir eine volle Feuerbereitseite. Dann ist er wahrscheinlich down. Agnes. Schwump. Bunshot. Oh, Chris. Und Bunshot. Oh, er lebt noch. Ich bin beeindruckt. Ulviluna. Na, dann heilen wir eine Runde. Dann kann die Quali ihn killen. Los geht's. Oh, er macht Attack. Dakau. Yep. Never mind. Dakau wird den Kampf für uns beenden. Ja, das gleiche hast du gerade schon mal gesagt. Kick, Punch, Kick. Und tot. Karma mit Dämonenform besiegt. Auch nett. Experience earned. Level up. Soweit so gut. Mayen-Kokon aufgehoben. Das ist sehr schön. Das ist sehr, sehr schön. Den wollte ich gerne haben. Noch mehr Bäume. Hier gibt es viel zu viele wilde Monster. Das ist unglaublich. Wir laufen hier echt nur von Random Battle in Random Battle. Agnes. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit, Wälder länger zu machen. Die Wälder per se sind exakt in der gleichen Länge wie alle vorherigen, aber es gibt einfach doppelt so viele wilde Monster. Auf jedem zweiten Schritt ein wildes Monster. Ich dauert es sich dann auch eine halbe Ewigkeit, irgendwo hinzukommen. Wir müssen mal dringend Medinas heilen. Denn unser lieber Caster da vorne kriegt schon wieder aufs Fressbrett. Vanya drauf. Klinker, ding, klonk. 46 Schaden. Oh, 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 er hat mal nicht Kahu angegriffen. Wir kriegen mal keinen Dark-Kahu-Konter. Machen wir mal Rides raus. Damit unser armes Vieh nicht die ganze Zeit aufs Fressbrett kriegt. Und Ulvis. Ulvis gegen Ulvi Vilude oder was er heute benutzt. Ulvis. Schwump. Fast tot. Gleich haben wir's. Attack. Ja, süß. Ich denke, wir sollten lieber am besten nochmal Medinas benutzen. Wir haben sowieso noch ein Schild vor uns stehen. Wenn unser Caster so low ist, das ist nicht schön. Wir können natürlich auch Magwort benutzen. Dann. Hey, unser Wassercaster macht plötzlich Schaden. Unglaublich, er fängt an nützlich zu sein. Außerdem Erfahrungspunkte. So, jetzt wollen wir. Meine Güte. Ich wollte gerade sagen, jetzt wo wir hier aufgeräumt haben, sollte ja nicht mehr so viel hier los sein. Und nächster Encounter. Agnes. Kommt, Leute. Und so. Und Bunshot. Beide noch am Leben. Was können sie? Cover. Okay. Cover. Keine Ahnung, was das macht. Wir gehen mal auf unsere Erdseite rüber, machen Barides raus. Was auch immer Cover macht, schätze ich mal, hilft nicht gegen Zauberangriffe. Plump. Nummer 1 down. Ulvis. Plump. Nummer 2 down. Gut, dass er gecovert hat. Da muss ich ihn ja erstmal für loben. Level up für Barrierekrabbe. Das ist gut. Wie sieht's denn hier drin aus? Ein Pretty Stone. Boah. Nett. Ein Pretty Stone halt. Irgendwas hier auf dieser Seite des Waldes. Noch mehr Random Encounter auf jeden Fall. Noch mehr von den lustigen Fliegeviechern. Way. Die habe ich mir schon lange gewünscht. Also Agnes drauf. Haut's um. Schwump, Burnshot. Pump, Burnshot. Bleibt nur noch einer. Der macht Cover. Ist schon okay. Wir gehen auf unsere Wasserseite rüber. Einmal wieder voll heilen. Schwump. Und Valia. Mal gucken, was Schaden macht. Oh, 45. Nicht schlecht. Nicht schlecht, nicht schlecht.
Wir lassen die Erdseite den Rest machen. Bisschen Erfahrungspunkte verteilen. Bisschen Barrierekram auch was kriegen lassen. Ulvis. Plonk. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Damit haben wir das auch geklärt. 330 Erfahrungspunkte. Nicht unglaublich viel, aber immerhin. Nächste Ogavine. Hat wieder nur irgendein doofes Item. Cute Jam. Haben hier nicht mal was Nützliches hier drin? Wer braucht unser Mels Elixier? Niemand so richtig, ne? Hm. Dann nicht. Wir haben sowieso noch Platz in der Tasche, habe ich gerade gesehen. Wir haben noch 12 Item-Slots. Wir können uns ja noch ein bisschen lang bewegen. Ich habe zwar das Gefühl, wir sind schon ewig hier in dem Wald drin, aber das liegt einfach daran, dass hier Random Encounter nach Random Encounter nach Random Encounter kommt. Und in diesem Spiel sind leider die Gänge so eng, dass man kaum eine Chance hat, Gegner auszuweichen, wenn man sie einmal trifft. Also wenn wir irgendwo lang wollen, müssen wir halt durch die Gegner durch. Oder die Umwege suchen, aber dauert genauso lange im Endeffekt. Ulviluna! Schwusch! Team, auf sie mit Gebräu. Achilles! Keine Lust einzuwechseln, macht sie einfach platt. Burnshot! Jo, paar Punkte. Und weiter geht's. Da ist noch eine Ogrevine. Story. Nope, aber ein Shieldbook. Hui. Immerhin ein Shieldbook. Ich hätte mir nichts Schöneres vorstellen können als ein Shieldbook. Ah, ein Idiot. Idiot. Okay. Mir auch recht. Dann ist das ein Idiot. Shrink. In was verwandelt er sich? In Froggy. Froggy. Dass wir gegen die ganze Zeit schon kämpfen, die Cover können. Nee, dann können wir gleich nachlesen, was Cover kann, wenn wir zurück in den Raum des Lebens kommen. Das interessiert mich ein bisschen, was Cover eigentlich macht, weil ich weiß gerade absolut nicht, was Cover eigentlich kann. 56 Schaden und Ulvis. Schrump. Yay. Sehr effektiv. Dann gehen wir mal hier rüber. Der kommt mit seiner Attack sowieso lange nicht durch unsere Barriere durch. Wir gehen das einmal wieder voll heilen. Oder zumindest fast voll heilen. Und Valia drauf. Valia! Junk. So, Feuerteam. Dann ist es euer Job, den mal eben runterzuholen. Den kann man den Typen da. Gucken wir, ob die physischen Angriffe irgendwie geblockt werden oder so. Nö. Nö. Scheint noch nicht weniger Schaden gemacht zu haben oder so. Macht Cover denn? Unglaublich. Ja, in jedem Fall hätten wir den Kampf locker beendet. Erfahrungspunkte. Ein Hoch auf die Qualle. Froggy. Kokon aufgehoben. Sehr schön. Was haben wir hier oben noch? Da ist eine Sackgasse mit einer Ogrevine. Perfekt. Cute Gem. Ja. Ich glaube, wir sollten auch mal so ein paar Cute Gems zurücklegen. Aha. Dann. Meine Güte, noch so ein Viech. Noch so ein Viech. Barriere-Seite bitte zuerst. Das hat mich ein bisschen genervt von den Viechern. Barriere. Und Ulvis drauf. Schwump. Und wieder Ulvis drauf. Schwump. Bisschen Schaden. Und er macht Safer. Mhm. Team. Volle Breitseite, Feuerattacke. Dann ist er sowieso sofort erledigt. Zack, Burnshot. Critical. Guck mal, diese Kritz. Soweit, so gut. Ja. Hier ist mal eine Abzweigung. Noch eine Ogrevine. Noch jemand Interessantes? Nein, aber ein weiteres Cute Gem. Aber viele Cute Gems. Hier ist definitiv noch eine. Ah, was? Hey, you're a Gaara-Fan. What kind of spells can they use? Ach, kämpf doch gegen mich, Mann. Let's see. There's a spell that creates a wall in front of your beast. Ach, erzähl mir mehr davon, hab ich noch nie von gehört. So it's really effective. Zugegebenermaßen. Hmm. Sounds like it'll really beef up my defenses. Gaara divine beasts have the image of being slow, but that's not a problem. There's a spell for boosting speed. Wow, that's great. But they are vulnerable to poison and such. It's their only flaw. Nicht, wenn man es per Fähigkeit rauszüchtet. Schwump. Unser lieber Gaara hat ja Wasserresistenz, von daher. Was soll's? Sollen sie ihn halt vergiften? Macht nix. Will er nicht.
Ist zumindest sehr unwahrscheinlich, dass er vergiftet wird, weil er Immunität hat. Ein Hoch auf Wasserresistenz. Ja, okay. So viel dazu. Ich wünschte, er hätte gegen uns gekämpft, aber nö. Natürlich nicht. Stattdessen haben wir aber hier ein Team von Bäumen, die gegen uns kämpfen. Yeah, volle Breitseite. Agnes. Burnshot. Burnshot. Immer wieder keiner gestorben. Also doppeltes Ulfilune auf uns. Ist nicht nett. Die Viecher machen Schaden. Attack. Dann machen wir bitte hier Baridis. Und dann hoffen wir, dass unsere beiden Ulfis-Caster hier zumindest einen von den beiden Bäumen killen können. Leider schaffen sie das nur, wenn er auf den gleichen castet. Tut er natürlich nicht. Wäre auch zu einfach gewesen. Muss ich jetzt mal zugeben, das wäre zu simpel gewesen. Attack, brechen die da auch durch? Ich schaffe es noch nicht mehr durch die Barriere durchzukommen. Mit ihren normalen Attacks. Das ist eine gute Gelegenheit, die Wasserseite rauszuholen. Medinus! Und Vadia. Schwumpf, den killen wir. Den killen wir. 51 Schaden. Attack. Die Barriere hält. Dann holen wir noch Hans raus. Hans kann den letzten Schlag machen. Go, Hans! Duck Tack! Wunderbar, Hans. Hätten wir das auch wieder geregelt. Level up! Level 18 bereits. Aha. So langsam müssen wir den Abschnitt hier durch haben. Shop, okay. This is an unusual place. Ja, ich weiß. Dann verkaufen wir doch mal eben ein bisschen, wo wir gerade hier sind. Pretty Stone, Pretty Stone. Q-Gems behalten wir mal, falls wir einen Quest oder so dafür kriegen. Shieldbooks, kannst haben. Leaf halt bloß nicht verkaufen, ich weiß nicht, warum ich das überhaupt verkaufen kann. Kein Ding. Ja, ne? So viel dazu. Also dann, weiter in den letzten Abschnitt von Groundwork. Jupp, go ahead. Groundwork 4. Wahrscheinlich wieder mit genauso vielen Random Encountern. Wäre schön, wenn wir einfach den Boss legen könnten, dann verschwinden die ganzen Random Encounter her. Shieldbook. Gerade ist weggeschmissen. Schon der nächste. Encounter. Wie gesagt, ich renne jetzt einfach mal hier durch und hoffe, dass ich irgendwo die Ogrefall mit dem Boss aufspüren kann. Das wäre sehr cool. Das würde ich extrem dankbar finden. Princess Vine. Schon mal gut zu wissen, dass sie hier ist. Oh, Kalmar. Glaube ich nicht. Denn deiner Maske nach könntest du eine Krabbe sein. Bitte sei die nächste bessere Barrierekrabbe. Sulligan, nice, eine Barrierekrabbe. Wunderbar, wir können eine bessere Barriere lernen. Team, haut ihm mal eine volle Breitseite rein, bevor er seine Barriere aufstellt. Zack, erster Schlag. Burnshot. Burnshot. Und Baridia. Ja, B-Barriere. Zack, tatsächlich eine solide Wand, nicht so ein bröckliges Ding, wie wir es immer aufstellen. Und direkt zwei Ränge besser. Ja, will ich auf jeden Fall haben, Baridia. Ulvis! Und das Ding runter. Schwump. Ulvis. Gucken, ob das die Barriere fällen kann. Ich glaube mal nicht. Doch, kann die Barriere fällen. Sehr gut. Problem ist, dass er sofort wieder Barriere castet. Ja, greif nicht an. Okay. Dann lassen wir mal ganz kurz unsere Wasserseite rein. Doch, das ist nett von ihm. Medinus. Heilung, ein bisschen MP regenerieren und vor allem den Valia draufhauen. Bonk, Hels. So, dann kann Agnes das Ding vernichten. Und unsere beiden Feuerviecher dürfen zwei Angriffe in sein Gesicht hauen. Burnshot! Burnshot! Und wer hat's gedacht? Baridia. Blödes Viech. Dieses Zeitschinden hier. Agnes drauf. Wump. Oh, Barriere down und Burnshot! Schon nützlich, dass unser stärkster Angriff mindestens immer der letzte in der Reihe ist, damit er durch die Barriere durch ist. Bis er schlägt. Also nochmal. Agnes. Und dann sollte es das jetzt gewesen sein. Burnshot! Und Burnshot erledigt. Sehr gut.
Meins. Wunderbar, wunderbar. Hätten wir das geschafft. Experience earned. 600 für Steam. Level up, level up. Und Saligan-Kokon erhalten. Ja, dann sollten wir jetzt aber mal eben unser Melz-Elixier benutzen, weil Caster musste extrem viel raushauen. Jo. Okay. Dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, wenn wir den Boss von Groundwork herausfordern werden und hoffentlich besiegen. Bis dahin. See ya!